Hallo und herzlich willkommen zurück zu Slay the Spire. So, wo möchte ich denn jetzt lang? Wir haben wieder 68 Lebenspunkte. Damit kann man schon arbeiten. Deswegen würde ich doch mal vorschlagen, okay, wir gehen jetzt mal rechts lang, nehmen den Elite. Danach ist nämlich noch ein Lagerfeuer. Dann kommen wir noch an zwei Lagern Feuern vorbei. Dann können wir auch noch ganz locker, glaube ich, gegen den Elite kämpfen. Und wir haben ja auch noch einen Regenerationstrank oder Explosivtrank. Dann würde ich fast vorschlagen, wir gehen mal dann ganz rechts hier lang. Da kommt auch noch ein Shop. Gut, dann nehmen wir den doch mal. Mal schauen, wer jetzt kommt. Ach, meine Freunde mal wieder. Aber ihr wart eigentlich nicht so schwer, oder? Wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Gut. Einmal bitte einen Überraschungsschlag. Dann kriegst du nochmal Terror verpasst. Und ich spiele jetzt einfach mal durch Nebel. Und werfe den Explosivtrank. Bam. Dann bist nämlich nur noch du da. Bekommen wir jetzt zwar 12 Damage. So, du willst wieder irgendwen Quatsch veranstalten. Das finde ich, glaube ich, gar nicht toll. Was tun, was tun? Ausmanövrieren wäre schon ganz nett. Glasmesser auch. Ja, also ich würde jetzt schon sagen, Würgen hebe ich mir mal auf. Gehen wir mal ausmanövrieren. Dann einmal die springende Flasche. Und das war's für den Zug. Der Zug ist quasi abgefahren. Beschwört er seine Lakaien wieder neu. Das ist jetzt nicht so toll. Ja, neutralisieren. Ich glaube, Moment, da du bist doch so ein wütender Gremlin. Du bist ein Gremlin-Zauberer. Das heißt, du musst zuerst dran glauben. Aber sowas von. Verteidigen, Unheil. Und den Rest schenken wir uns dann mal. Adrenalin will ich jetzt in dem Kampf noch nicht nehmen. So, was haben wir jetzt? Oh, das ist natürlich... Oh, das ist... Ach ja, gut, dann... block ich das jetzt mal alles und nehme noch den Regenerationstrank. Ja, das wird jetzt wehtun. Da waren es noch 40 Lebenspunkte. So. Dolchnebel, genau. Da musst du nämlich jetzt dran glauben. Und dann würde ich mal sagen, ich nehme bei dir mal Unheil und bei dir mal Glasmesser. Gut. Dann haben wir die schon mal erledigt. War denn nochmal... Ach, das war das mit dem Blocken. So, du willst die gleich wieder beschwören. Deswegen würde ich doch mal sagen, ja, nochmal springende Flasche. Dann bitte einmal Glasmesser. Adrenalin. Ausmanövrieren. Und Überraschungsschlag hinterher. Mit ein bisschen Glück, aber was heißt mit ein bisschen Glück? Ich glaube, den können wir jetzt schon rausnehmen. Wenn wir jetzt nicht zu viele Blockkarten bekommen. Nein. Oh, das passt jetzt wunderbar mit Würgen. So, einmal Würgen, einmal Glasmesser und tot. Yay! 30 Gold, Yuzu-Armband. Gut, da begegnen wir keinen Monstern mehr. Gifttrank, neue Karte hätten wir. Katalysator. Ist, glaube ich, ja, vielleicht. Rückwärtssalto brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Weil das sieht eigentlich ganz okay aus mit Adrenalin. Dann ziehen wir auch noch zwei Karten. Vielleicht noch ein oder zweimal, aber
glaube, ich nehme einmal, auf jeden Fall einmal Katalysator. Ein bisschen Gift haben wir zumindest ja schon. So. 54 wieder, dann würde ich mal sagen, wir schmieden hier was. Die Frage ist jetzt nur was. Springende Flasche. Hier mal. Was nehmen wir denn mal? Würgen. 5 TP wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Terror, also wir haben genug Energie. Nochmal das andere Glasmesser aufwerten wäre vielleicht auch ein Gedanke, aber ich tendiere doch jetzt mal zu Katalysator. Weil die springende Flasche verdreifachen und den Gifttrank hier noch, das wird schon ziemlich mächtig werden. So, was haben wir denn hier? Nochmal Katalysator, nein. Handwerkszeug, nee. Schleier, nee, also die mag ich alle nicht so. Bandagieren, Hals 4 TP ist ja gar nicht mal so schlecht, aber... Geheimwaffe. Was haben wir für Relikte? Schleifstein. Harte Bandagen. Nee, Schaufel ist jetzt auch nicht so mein Fall. Ich würde mal sagen, wir werfen nochmal einen Schlag raus. Dann haben wir noch 155. Und Schleifstein oder Regenerationstrank. Ich nehme jetzt einfach mal den Schleifstein. Ah, war ganz okay soweit. Gut, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir noch einen Kampf, ein Lagerfeuer und dann kommt der Boss. So, dann würde ich doch mal vorschlagen, ja, ich spiele Würgen und dann Dolchnebel. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Fängt das Kartenroulette wieder an? Terror kostet 2, das ist natürlich... Neutralisieren bitte und ja, einmal verteidigen und dann bleibt nur noch Terror. So. Adrenalin wird jetzt natürlich auch schon Sinn machen. Ja, man kann keinen Sinn machen, ich weiß. Überlebenskünstler, ja, warum nicht? Dann kommt einmal Schlag weg. Dann würde ich mal sagen, einmal die springende Flasche bitte. Toll, jetzt kann ich Adrenalin nicht mehr spielen. Ja, das war jetzt ja super durchdacht. Bin ja so stolz auf mich. Oh Mann. 22 Schaden will er machen. Neutralisieren. Ja, warum nicht? Adrenalin hauen wir dann halt einmal raus. Dann hätten wir da noch Würgen. Aber das ist ziemlich teuer. Das ist doof. Dann einmal verteidigen. Einmal Überlebenskünstler. Kommt dann halt mal Würgen weg. Und dann spielen wir nochmal verteidigen. Dann mal eine Runde hier nur mit Blocken. So, wie schaut's denn jetzt aus? Glasmesser, Katalysator kostet 3. Das ist natürlich auch sehr nett. So, Glasmesser. Das war's. 19 Gold, schneller Hieb, vernichten. Nee, also 20 Karten. Ah, eigentlich schneller Hieb ist gar nicht mal so dumm. Nischus brauchen wir nicht, wir haben genug Energie. Nee, lassen wir das mal. So, dann auf zum Lagerfeuer. 60 HP, das sollte wohl reichen. Gut, dann können wir noch eine Karte aufwerten. Und zwar, was wollen wir denn jetzt nehmen? Was möchten wir denn jetzt an der Stelle nehmen? Das ist die große Frage. Vielleicht
Na, ich bin gerade ein bisschen springende Flasche, das wäre dann 4 mal 3. Ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Glasmesser wäre schon ganz mächtig. Terror, Dolchnebel, vielleicht Überlebenskünstler. Das wären aber auch nur, ich glaube, am stärksten ist jetzt wirklich nochmal Glasmesser, das andere Glasmesser aufzuwerten. So, und dann mal nichts wie zum Boss. Gut, dann schauen wir doch mal. Ich habe einen Gifttrank, aber leider nicht zum Regenerieren. Dann spiele ich doch jetzt einfach mal Glasmesser. Den Dolchnebel. Und den Überraschungsschlag. So, Terror kriegst du erstmal ab. Adrenalinspiel hau ich jetzt schon raus. Neutralisieren. Ja, kostet 0. Können wir ja auch noch mal raushauen. Unheil. Springende Flasche einfach mal. Gut, dann einmal verteidigen. Das wären dann 24. Ich würde mal sagen, ich versuche erstmal die hier wieder auszuschalten. Und kann ja jetzt trotzdem schon mal das Gift verpassen. So, noch 38 Lebenspunkte. Dann würde ich doch jetzt gerne mal. 13 Schaden willst du machen. Spiel ich halt mal Glasmesser auf dich. Dann bist du nämlich tot. Dann können wir jetzt noch einmal bei Lebenskünstler spielen. Dann werfe ich den Schlag weg und spiele dann nochmal Verteidigen hinterher. Da waren es noch 31 Lebenspunkte. Springende Flasche. Ja, Katalysator wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so eine dumme Idee. Ich kann dich ja jetzt mal neutralisieren. Dann auf dich Katalysator spielen. Dann haben wir wieder 30er Tick Gift. Und dann noch Dolchnebel. Und das ist jetzt blöd. Dann kriegst du einmal Unheil ab. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen Gift stacken. So, Glasmesser. Dann einmal, Moment, wie viel sind das denn? 5, 9. Es reicht nicht. Dann spiele ich lieber zweimal Blocken. Und das Gift tickt schön weiter. 31. Einmal verteidigen. Ach nö. Ja. Mann, 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 Leute. Einmal verteidigen. Ja, einmal Glasmesser. Und einmal Dolchnebel. Super, das ist jetzt. Ach nö. Ach nö, das ist doch echt nicht wahr. Na, Level up, neue Freischaltung, immerhin. Konzentrieren. Du wirfst 3 Karten ab, du erhältst 2 Energie. Abgekatert, du legst eine Karte deiner Hand auf deinen Aufnahmestapel. Sie kostet, bis sie gespielt wurde, 0. Großes Finale. Nur spielbar, wenn keine Karten im Aufnahmestapel sind. Du verursachst 40 Schaden an allen Gegnern. Ja. Gut, davon lasse ich mich jetzt hier aber nicht irritieren, sondern nochmal die Stille. Wie gesagt, ich will einmal noch bis zur dritten Ebene kommen, also bis ich dann mal wieder bereit wäre zu wechseln.
eine Karte wählen, um diese zu erhalten. Verliere dein gesamtes Gold, ein seltenes Relikt erhalten. Ich glaube, das wäre ein guter Deal. Karte wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber... Ja, vom Wert her wäre wahrscheinlich das seltene Relikt besser, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber gerade am Anfang würde ich eher eine Karte bekommen. Oder? Nee, ich nehme jetzt das Relikt. Das haben wir hier. Wuhu-Puppe. Für jeden Fluch in deinem Deck beginnst du jeden Kampf mit... Ja, toll. Das war es irgendwie nicht. Das war das jetzt irgendwie nicht so wert. Wo wollen wir denn jetzt uns mal langmogeln? Ich glaube, links ist erstmal eine ganz gute Idee mit den ganzen Gegnern. Da sind auch gleich zwei Lagerfeuer dazwischen. Da bekommen wir vielleicht schon mal die ein oder andere Karte. Nicht lange mit den Kämpfen hier aufhalten. Neutralisieren, verteidigen und dann zweimal zuschlagen. So, nochmal neutralisieren, dann einmal Überlebenskünstler, so und dann nochmal Schlag hinterher. Und wir haben keine Karte mehr, die sich lohnen würde, gespielt zu werden. So. Was haben wir denn jetzt hier? Kniestoß? Ja, tödliches Gift. Ich nehme definitiv erstmal tödliches Gift. Und was erwartet uns hier? Großer Fisch, Max TP oder ein Relikt. Ja, Nee, Reue will ich nicht nochmal bekommen. Dann nehme ich lieber Max TP. War mir das eine mal zu doof. So, neutralisieren. Gut, da waren es noch 5. Lebenskünstler, einmal Schlag weg. Und dir dann nochmal tödliches Gift verpassen und dich dann nochmal angreifen. So, das dürfte es dann jetzt auch gewesen sein. Nicht ganz gewesen sein. Okay. Da hat man ein bisschen viele Verteidigungskarten auf der Hand. So, schlagen. Kniestoß, Vollstrecker. Verursacht für jeden in diesem Zug gespielten Angriff 6 Schaden. Uiuiuiui. Ich wollte zwar erst Kniestoß nehmen, aber ich glaube, ich nehme mal Vollstrecker. Ja. Gut. Weiter links lang. So, dann haue ich doch jetzt einmal... Ach, die muss ich auf einen bestimmten Gegner spielen. Okay. Dann würde ich aber erstmal gerne dich rausnehmen. Und dann nochmal verteidigen spielen. So, neutralisieren. Tödliches Gift einmal, Überlebenskünstler. Passt das hier jetzt auch? Und dann nochmal Schlag hinterher setzen. Nächster Zug, sobald der Gegner fertig ist. Tödliches Gift von mir aus nochmal, dann nochmal Schlag hinterher. Gut. Kann ich jetzt auch einfach den Zug beenden, dann stirbt er an dem Gift. Jetzt in Gold, eine Karte hätten wir hier. Ja, ich glaube, Rückwärtssalto kommt jetzt erstmal gar nicht, ist gar nicht mal so schlecht. Fersenklemme gefällt mir zwar auch, aber da muss der Gegner halt für schwach sein. Deswegen nehme ich erstmal Rückwärtsseite, es gibt Block und wir ziehen 2 Karten.
So, und was ist jetzt mit euch hier los? Ihr wollt sogar beide angreifen. Gut, dann werde ich jetzt mal hier komplett blocken mit den drei Energie, die ich zur Verfügung habe. Ja, komm. Einmal Überlebenskünstler, einmal Verteidigen raus, einmal Rückwärtssalto und neutralisieren auf dich. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt erstmal um den Schleim. So, 7, dann Überlebenskünstler, einmal Schlag wieder raus. Ja, das könnte jetzt hier alles ein bisschen länger dauern. Dann mache ich das mal so. Damit wir wieder den ganzen Schaden abwehren können. Außerdem war ja auch unser Angriff geschwächt. Neutralisieren. Gut. Dann zweimal verteidigen und einmal zuschlagen. Aber ich kümmere mich doch zuerst um den Schleim. Was ich eh vorhatte. Vollstrecker. Ja, Vollstrecker beißt sich jetzt so ein bisschen mit tödliches Gift, weil das ist halt eine Fertigkeit. Rückwärts Salto. Dann verteidigen und hier verpassen wir mal tödliches Gift. Und Vollstrecker wäre das jetzt gar nicht so gut, glaube ich, so viel auf Gift zu gehen. Da bin ich mal gespannt, was wir noch für Karten bekommen. Neutralisieren, verteidigen. Super, jetzt fehlt es hier wieder an Angriffen. Ja, das zieht sich gerade etwas. Super. Wieder nur 4 Schaden. Also der muss jetzt echt dran glauben. Der glaubt auch dran. Wunderbar. Dann kann ich ruhig zweimal verteidigen spielen. So. Rückwärtssalto. Lebenskünstler von mir aus dann auch noch. Dann kommst du weg. Dann einmal tödliches Gift. Neutralisieren, verteidigen und einmal zuschlagen. Kriegen wir nochmal 4 Schaden. So, nu aber. Dann spiele ich jetzt einfach mal Vollstrecker und dann setze dann Schlag hinterher und spiele dann nochmal Überlebenskünstler. Für Vollstrecker braucht man wirklich mehr Energie und dann auch Angriffe und kein Gift. Oder Giftangriffe. So, Rückwärtssalto. So, dann wieder zweimal das. Oh Gott, das zieht sich ja jetzt hier ewig. Aber ich sehe es einfach nicht ein, noch mehr Schaden zu bekommen. Wie lang kann das schon dauern? So, 9... Mache ich noch mal 4 Schaden. Das ist jetzt alles so ein bisschen suboptimal. Klitzekleines bisschen suboptimal. Was bist du denn? Du bist ein Angriff. Gut, dann spiele ich jetzt Vollstrecker. Neutralisieren. Und dann verteidigen. Super, weil ich keine anderen Angriffskarten mehr auf der Hand habe. Moment, ich will erst noch mal kurz. Falsch, stopp, nein. Ja, das noch mal. Du verursachst für jeden in diesem Zug gespielten Angriff 6 Schaden. Warum wurde das eben nicht angezeigt? Bin irritiert. Geschicklichkeitstrank, Karte hinzufügen. Gut, dann nehme ich doch hier einmal lebendes Gift. Ja, ich glaube, ja doch.
Lagerfeuer. Da werde ich mich jetzt nicht heilen, sondern ein bisschen hier rumschmieden. Das wären da schon 8. Ah, dafür brauchen wir letztendlich mehr Energie. Was ist denn bei lebendes Gift? Das sind 5 Gift und 5 Schwach. Das wäre natürlich auch schon ganz schön stark. Ich glaube, ich kann erstmal so ein bisschen hier Offensive aufwerten. Gut, dann arbeite ich nämlich jetzt mal mit Vollstrecker. Dann brauchen wir jetzt nur noch eine Karte oder ein Relikt, was uns mehr Energie gibt. Zweimal zuschlagen. Ja, den Rest können wir uns schenken in dem Zug. So, lebendes Gift, das wären dann... Boah, oh Gott, der macht auch schon wieder so viel Schaden. Und dann spiele ich halt... Ja, das bringt jetzt nichts. Das bringt jetzt nichts. Tödliches Gift von mir aus. Kassieren wir jetzt 12. Gut. Ist ja schon lieber. Ich kann aber trotzdem neutralisieren, nochmal raushauen. Verteidigen macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, weil es nur 3 Block hat. Aber wenigstens sorgen wir jetzt dafür, dass du dich aufteilst oder besser gesagt spaltest. 8, 16, Überlebenskünstler, ja, Rückwärtssalto und nochmal verteidigen. So, tödliches Gift. Einmal zuschlagen. Und schon wieder nur lauter Karten auf der Hand, mit denen wir keinen Schaden machen können. Überlebenskünstler passt jetzt schon ganz gut. Wunde, ja, ich will mich jetzt nicht hier... Dann kriegen wir halt nochmal 2 Damage rein. Auf jeden Fall ist der eine Blob dann gleich weg. Der wollte auch angreifen, von daher passt das ja super. Greifen wir dich 2-mal an. Mit ein bisschen Glück können wir den auch schon in der nächsten Runde rausnehmen. Vollstrecker. Schlag. Ja, verteidigen. Warum hat er nicht wieder mehr Schaden gemacht? Du verursachst für jeden in diesem Zug gespielten Angriff 8 Schaden. Verstehe ich da jetzt irgendwas falsch? Oder ist das falsch übersetzt? Keine Ahnung. Mal zuschlagen und das war's auch für dich. Stärketrank, neue Karte, Expertise. Du ziehst ja, Wurfpfeile. Verursachst für jede Fertigkeit auf deiner Hand 4 Schaden. Na, ich weiß nicht, das ist alles nicht so meins gerade. Gut, Lagerfeuer. Dann müssen wir uns jetzt mal hier ausruhen. Okay. Und im nächsten Video schauen wir uns an, was sich in der Kiste versteckt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.